So trotzdem natürlich noch viel Leistung gezeigt, das auch nicht selbstverständlich ist, wenn man müde ist vermutlich, nicht so viel gegessen hat, vielleicht auch nicht so mit der Atmosphäre sich immer konzentrieren kann. Also nochmal beeindruckender, so, so eine Leistung. Wenn ich das mal sagen darf, Ex-Soldat. Klar, da kommt's her. Um das abzubringen. Der stolze österreichische Soldat kommt da natürlich durch. Okay, ich denke, die sind ready. Also geben wir an das Finale ab und ich wünsche viel Spaß und ich sehe dann nochmal die beiden aus dem Finale in der letzten Analyse und dann alle drei zur Siegerehrung. Finale. Oh. Es ist Joey gegen Felix. Felix. Das wird gut. Das wird richtig gut. Beide haben absolut insane Leistung gezeigt heute über den gesamten Tag und sind absolut verdiente Finale. Also von dem, was ich gesehen habe, bin ich absolut beeindruckt von beiden. Und beide sind auf jeden Fall für mich jetzt schon Gewinner. Auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt Felix' drittes Finale. Ja, man könnte sagen, der hat dieses Spiel verstanden. Ich glaube, der hat CLP durchgespielt, oder? Mhm, durchaus. Hey, das sind wir. Hi. Nice, nice. Okay, das finde ich cool. Guck mal, da bist du doppelt. Ja, quasi. Gut. Also, ich weiß nicht, ob Joey nochmal das gleiche Team spielt. Also das Trick Room Knogger Set. Genau, Team. Ja. Aber das hat halt insane funktioniert. Das war sehr, sehr gut. Fairerweise muss man auch sagen, dass die Gegner sehr viel Struggle dagegen haben und gemisplayt haben. Ja, das Team ist nervig zu bespielen. Genau. Du musst deine Lendos immer keepen, damit du Knogger wallen kannst und Agrostella keepen und so. Das ist alles ein bisschen nervig. Also es ist wirklich nervig, dagegen zu spielen. Und oh, es ist Mancy Rain! Es ist Mancy Rain. Es könnte potenziell Cringy Rain sein. Als ob der im Finale Mancy Rain spielt. Es könnte Cringy Rain sein. Scheiße, wir brauchen einen Regenschirm, so wie letztes Mal. Okay, das ist jetzt die Frage. Ist Mancy Rain gut gegen Trick Room? Ich habe die ganze Zeit gesagt, Mancy Rain gewinnt dagegen. Ich saß immer unten und hab mir gedacht, gut, Knogger gegen Waterschrücken, der hat nicht so viel Bock. Cresselia gegen Ren, Aquajet, ne? Der hat auch nicht so viel Bock. Es ist das Trick Room Team. Ja. Never change a running system, sagt er einst. Mal gucken. Also natürlich profitiert sein Gren von dem Regen genauso gut wie das Gren von Felix. Aber das wird spannend. Also ich hab da Bock drauf. Das ist die Frage jetzt. Wie gut kann das Trick Room Team funktionieren? Also wir wissen, dass Magierna hat keinen richtigen Elektromove, außer Volt Switch, was ein bisschen meh ist gegen Gren. Ja, das ist richtig. Und wie viel macht das Knogger in diesem Match wirklich? Wahrscheinlich gar nichts. Potenziell kann er gegen nichts zappen, außer Pharaoh. Ich glaube, am Ende kommt es auf Mimigma an, weil Mimigma ist, glaube ich, der Key für Joey, um zu gewinnen, weil das einfach in der Theorie genau das Mon umboxen kann, welches ihn so hart threaten. Weißt du, was ich an Joys Team als Problem sehe? Guck dir mal irgendeinen Water Move im Rain an und guck dir mal, was der da reinholt. Na, Cresselia vielleicht. Es ist Cresselia. Der tankt das nicht. Na, der muss halt. Also das Matchup würde ich ganz klar an Mentoring geben. Ich würde es niemals, also das ist, ich finde es absolut schrecklich dagegen zu spielen, glaube ich. Also als mit Joys Team. Ja, sehe ich auch so. Gucken wir mal. Aber ich habe auch gerade gesagt, dass Mikkel im Team behind ist. Aber der hat auch insane gespielt. Das also der war komplett on fire. So. Er landet mit Mimikyu, was ich nicht verstehe. Das ist okay. Stell dir vor, er hätte. Er braucht den. Ja, aber stell dir vor, er leadet Knogger und kann instant summon, das wäre cool. Deswegen, also ich war. Es kommt Oasis, das war das. Lando. Okay, ja, wird bestimmt was machen. Aber hätte er nicht mit Knogger jetzt hier einen Kill bekommen? Vielleicht? Habe ich mir nämlich auch gedacht. Warum nicht ein Knogger? Ja, er hat sich sicherlich dabei was gedacht. Er will unbedingt Rocks traden. Und Thorn chippen und dann mit. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt mit den Schachlern, weil jetzt ist er ziemlich. Also mit Schachlern gegen das Team Schachler mit Rocks.
Puh. Hm. Also. Okay, aber das SD ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ich meine, da könnte eine zweite Layer Spikes kommen. Da kommt die zweite Layer Spikes. Er kriegt die auch nicht mehr weg. Und der nächste, der EQ killt nicht. Warte, hat der Hazard Removal? Nein, er bekommt die nicht weg. Warte, der hat keinen Hazard Removal. Nein, er bekommt die nicht weg. Das ist ein riesiges Problem. Also ich hatte gehofft, vielleicht, also ist es die dritte, vierte Runde oder so. Und Pelipper? Ich hab... Pelipper für EQ. Ich komm Pelipper für EQ. Ich hab ganz große Angst, was gerade Joey angeht. Let's see. Wenn er jetzt mit Steinkant predicted, kriegt er den Regen raus eventuell, wenn er mit Zauraum geht. Ah, schade. Aber es war Pelipper für Erdbeben. Es war der richtige Play von hat Felix. Hat er überhaupt Steinkant? Hat er gar nicht. Der hat auch Explosion, oder nicht? Ja. Der hat den Parsifani-Move. Ja, stimmt. Ja, ja. Kennen wir ja. Warte, er bleibt drin. Hat er explodiert er jetzt? Alter! Oh mein Gott! Der Typ hat Eier aus Stahl. Hey Laurus, weißt du, welches Team richtig gut gegen Joey's, welches Mon richtig gut gegen Joey's Team ist? Swampert. Das Pokémon, was da rot ausgegraut ist? Absolut genau das. Ciao. Das lebt er. Nein. Der lebt das, doch. Nein, lebt der lebt nicht. Das. Der Alter, lebt das. Warte. Warte. Ja! Es ist... Ich hab dir gesagt, er lebt das. Er hat zweimal nur gehittet, was soll er tun? Aber dreimal hätte er gekillt. Und er hat beim zweiten absolut... Also er hat beim ersten entweder Minroll oder beim zweiten Maxroll gehittet, weil beim ersten hätte er drei leben können, beim zweiten nicht. Ja. Also. Das Match. Ich weiß wird nicht, was passiert hier gerade. Warte mal. Jetzt hat er sein eigenes Gren im Regen. Und dagegen ist der. Konter Pharaoh. Und gegen Pharaoh gewinnt er mit. Dem da. Aber er kriegt Chip. Thorn. Thorn killt den doch jetzt einfach. Ja, wir wissen, im Mainstay Rain ist es Rocky Helmet Thorn und nicht Z-Move Thorn. Aber. Der kann doch noch. Der hat doch auch Knockoff, oder? Ja. Dann macht er gar keinen Schaden mehr. Das ist allerdings wahr, der macht ja nicht mehr so viel. Der macht wie ein Burn, das ist wie ein Burn quasi. Ja. Ist basically ein Burn. Plus Rocky Helmet, dann drückt er Knockoff, der killt halt ganz knapp nicht, dann drückt er dann irgendeinen Move, Flare Blitz oder so. Nee. Ja, und die Hazards sind halt nervig für Mac. Wo Mac ist seine Antwort. Schattenknochen geht nicht gegen Rocky Helmet, ne? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Ich weiß, dass es Death senken kann. Ist ja diverse Male schon passiert. Ich glaube nicht, dass es gegen Rocky Helmet geht. Flare Blitz ist ja auch kein Play jetzt. Nee, weil Regen ist. Auf keinen Fall. Der muss eigentlich schon den Mac wechseln. Also. Ja, aber er kriegt halt 1 Million Chip, ne? Und wenn er. Die Frage ist ja, warum er von Anfang an da reingegangen ist. Also, der verliert ja jedes Matchup, wenn Regen draußen ist. Absolut korrekt. Außer wenn Sub gegen Pharaoh setzen. Ich glaube, er muss ihn einfach jetzt opfern. Der macht gar nichts mehr. Ja, also geht. Gegen Pharaoh ist ja noch ganz witzig. Er ist hacken. Aber ich verstehe es halt. Es ist halt ein legit Play. Warte. Der hackt den nicht. Warte. Kommt er durch? 33% Chance. Alter. Der tankt aber. Der tankt nicht. Joey ist einfach komplett on fire. Weißt du, wie du Mancy Rain spielst? Einfach besser sein. Mancy Rain Contest. Einfach besser sein. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum ich Knockoff kam. Das war der safeste Play. Und selbst Hurricane macht doch gegen Mac fast gar nichts. Oder? Wenn der Knockoff hat. Ja, natürlich hat der Knockoff, oder? Ich spiele immer Knockoff, glaube ich, gegen Kagurons. Der hat doch Knock, oder? Ja, habe ich auch gedacht. Oder er hat einfach gedacht, Hurricane killt. Und wir wissen jetzt, Schattenknochen ging nicht gegen Bollenhelm, weil er wahrscheinlich Bollenhelm hat. Der hat Bollenhelm. Ja, also geht's nicht gegen Bollenhelm, wie ich mir gedacht habe. Ja. Okay, das verstehe ich nicht. Ja, der kennt jetzt die Belly Drum. Warum geht denn Gren? Außer, der ist jetzt, hat sein Gren gechanged und ist Protean mit Gangshot. Ja. Aber das gilt doch niemals. Er kann doch die Belly Drum jetzt, oder? Ja. Das ist kein. Ah. Laubs, weißt du, wie man das kontert? Okay, erstmal
komplett lorden und outplayen und dann hexen. Absolut korrekt. Alter, ich... Das ist das Finale, was ich mir erhofft hatte. Genau so geil ist das. Das ist halt geiler so, als nächste geil. Nächste Hydro trifft, macht immensen Schaden, weil es im Regen ist. Laurus, weißt du, wie man Menci-Rain kontert? Du nutzt den Gegnerregen und nutzt dein eigenes Specs, Greninja, um die Walls für Greninja low zu hauen. 50% wäre, oder? Ja. Aber der hat keinen Pflanzen-Move. Der hat nur Gyro Ball. Kann sein. Der hat nur Gyro Ball. Nee. Ah, never mind. Okay. Aber er hätte immerhin mal. Ich kenne die nur mit Gyro Ball. Okay. Bisschen blöd, dass das tot ist. Jetzt haben beide gleich viel Hex bekommen. Wegen dem Crit oder was? Ja. Der hat sowas von gemeldet. Nein. Aber Mac ist jetzt ganz gut, glaube ich. Das ganze Game wird jetzt so unglaublich. Warte mal. Gewinnt Mac nicht einfach jetzt? Warte mal. Ich glaube, du hast recht. Der outspeedet den nicht im Trick Room, oder? Also. Und der Regen ist draußen, weshalb der viel mehr tankt. Nee, der Regen ist nicht draußen. Doch, es regnet nicht mehr. Guck auf den Bildschirm. Es regnet. Nicht draußen, habe ich gesagt. Nein, okay. Guck auf den Bildschirm. Da regnet es nicht mehr. Du hast gesagt, der ist nicht draußen. Der ist nicht mehr draußen. Ja, hab ich gesagt. Okay. Auf jeden Fall geht er. Warum geht er denn in den? Vielleicht hat er einen Plan. Vielleicht will der Trick Room setten, um. Mit langsamen Mons. Ja. Und will er Icebeam? Icebeam. Er will für den Freeze gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn er jetzt in Asu geht, kriegt er doch eine Z-Belly Drum raus, oder? Der darf den nicht Z-Belly Drum lassen. Der ist schneller. Killt das? 17. Also es ist nicht. Warte, killt Ice. Ist es nicht mal eine Roll? Killt Icebeam? Icebeam killt. Das könnte eine Roll sein. Das könnte eine Roll sein. Icebeam killt, oder? Das könnte eine Roll sein. Icebeam hat gekillt. Es war 30% mehr und er hat über 10 KP übrig von... Nee, er hat 12 KP Schaden gemacht und er brauchte 17 und es sind nicht 30% mehr, sondern 50% mehr. Hat er nicht 60er Stärke auf 90er Stärke gemacht? Ja, es sind 50% mehr. Achso, ich weiß, was du meinst. Ja, 50% das heißt, mehr, es sind ja, 30 Stärke. 18 in der Roll, es war eine Roll. Ja, aber, habe ich auch gemeint. Das heißt, besser sein, hexen er hat nur und noch, rollen. Er hat alle offensiven Mons verloren. Er gewinnt mit Mac. Er gewinnt basically mit Mac. Dann muss einfach nur V-Switchen auf Pelipper und Focus Blasten auf Tentantel. Wie ist dieses Match so entstanden? Und Tentantel macht nichts gegen den. Das hat geknackt. Warum? Also, ich möchte mal ein paar Sachen hinterfragen, okay? Ganz am Anfang, warum hat er nicht die ganze Zeit Spikes des Todes raufgedrückt gegen Lando? Weil Joey ihn gepressured hat offensiv. Ja, aber ist ja egal. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, das hat Damage gemacht. Du gehst aber er brennt nicht. Du gehst 3 Spikes Layer. Ja, aber warte. Das ganze Game... Da geht noch was vielleicht. Meinst du? Ja, er hat giga viel Damage gemacht mit dem Skull. Das war zwar mit Hazards, aber er ist Half-Life. So, der kriegt Mac nicht nochmal rein auf Pelipper. Er muss halt jetzt... Er kann nicht V-Switchen eigentlich, aber er kann auch nicht Focus Blasten. Es ist 50-50. Doch, er muss V-Switchen. Ich meine auch, dass er V-Switchen muss. Aber wenn er jetzt Focus blastet, ist er der Lord. Hat er Focus Blast? Haben wir nicht Focus Blast schon gesehen? In irgendeinem Match? Ich glaube ja. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist V-Switch. Er drückt den Z-Move. Ist das? Z-Fairy. Das ist in jedem Fall der beste Midground-Play. Das ist in jedem Fall der beste Midground-Play. Der macht auch ein bisschen was. Ja, locker. 30, 40? Ja, so wahrscheinlich halbiert er den von dem, was er jetzt noch hat. Ja, genau. Und ja, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Let's see, ist auf jeden Fall eine schöne Animation. Die Twinkle Tackle. Ah, ja, okay, bisschen weniger als halbiert. Ja. Aber der kriegt keinen Recovery. Nee, richtig. Der hat keinen Focus Blast, glaube ich. Ich glaube, der hat einfach Votes. Und Stachler und Blattgeißel. Und noch irgendwas. Ist ja witzig. Crit, klar. Ist egal. Es wäre ein Tod gewesen. Joey kriegt einen Crit und die Leute sagen, ah. Oh. Stimmt, du hast recht. Als wäre der Hex nicht genug, weißt du. Absolut ungenügend. Ja, los, freeze. Scheiße. Na gut. Das Gold, wenn Regen noch draußen, killt Mac. Pelipper ist schneller, haben wir schon gesehen. Das bedeutet, Mimikyu... Killt der?
Skull killed. I'm not sure. Der ist Half-Life gegangen mit Hazard. Ja, aber da waren zwei Lion Spikes plus Rocks. Das ist ja schon ein bisschen was. Es muss killen. Also, es muss killen. I'm not sure. Und der kann Mimikyu immer noch burn potenziell. Es killt nicht. Er ist der Lord. Joey hat dieses Finale so verdient gewonnen. Ja, es ist, ich weiß auch nicht, wie das... Ist unfassbar. Ist das unfassbar? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich muss es mir nochmal angucken. Die Ära endet. Mit Joey. Krass. GG. Absolut stark. Ich glaube, das ist eins der nicesten Matches, die ich je gesehen habe. Alter. Überleg mal, du verlierst kein einziges Match heute und spielst Mancy Rain und verlierst dann im Finale. Tut mir leid für Felix ein bisschen, aber er hat auf jeden Fall, er ist auch ein Gewinner, ne? Er hat auch bis hierhin absolut, absolut stark gespielt. Und dann kann ich glaube, es waren zwei Misplays. Ja, auf jeden Fall mit Perth. So. Also, Lando einfach die überhaupt Ehre genommen. Aus Ferro rausgehen, meiner Meinung nach war ein Misplay, aus Ferro rausgehen am Anfang und dann offensiv in Perth wechseln, war vollkommen unnötig. Und dann Graham mit Water Shrinken war unlucky. Er hat zu 100% das Matchup, wenn er Swampert keept. Zu 100%. Er muss nur drei Line Spikes machen, er bekommt die niemals weg. Ja, und dann spielt er es runter. Ja, das Problem ist, er ist selbst für die Gambles gegangen. Er Richtig. Ist für die Water Shrinkens gegangen. Und er ist auch für Perth gegangen. Das ist schwierig. Also absolut sehr, sehr schönes Match. Wirklich, wirklich, wirklich krass. Würdiges Finale, meiner Meinung nach. Joey hat gut gespielt, aber ich glaube einfach hier, dass sich Felix selbst um einen Sieg gebracht hat. Mit dem Match. Also er hatte meiner Meinung nach ein riesiges Matchup-Vorteil. Ja, sehe ich genauso. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Riesigen Matchup-Vorteil. Ist das richtig? Wie sagt man das? Hat den Vorteil. Riesigen Matchup-Vorteil. Ist richtig. Der Vorteil. Richtig kacke. Alles gut. GG auf jeden Fall, boah. Krass. Einfach krass. Also, meine Predictions heute. Oh, der hat besseres Matchup. Der gewinnt das bestimmt. Voll verkackt. Stimmt, gut, dass du nicht mitspielst, Loris. Deswegen sind wir die Kommentatoren. Richtig. Bin begeistert. Ja, absolut. Absolut. Das war krass. So krass. Überleg mal, das ist das Finale, bei dem die meisten Leute jemals hier im Raum saßen. So viel habe ich noch nie bei einem Finale gesehen. Und dann sehen die auch noch, meiner Meinung nach, das geilste Finale, das es bisher gab. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir relativ... Also eigentlich sollte es eine Analyse-Ecke geben. Ja, die wird es auch gleich geben. Ich glaube, die diskutieren einfach noch um den Kampf. Und das dürfen sie auch. Ja. Aber was noch viel cooler wäre... Wenn ihr mich gerade hört, wenn ihr mit Levis das zusammen diskutieren würdet. Oh ja, das wäre echt interessant. Und also ich bitte jetzt tatsächlich beide mit auf die Analyse zu gehen. Ist passiert. Ist das schön. Brauchen die ein Headset? Ich glaube. Ist das schön. Dann. Nein, das dauert noch ein bisschen, keine Sorge. Sind. Die müssen noch den Eingang finden. Ah, sie müssen noch den Eingang finden, genau. In das Feuerwehrauto. Ja, aber großen Respekt auf jeden Fall an alle, die hier dabei waren, an jeden Zuschauer, an jeden Spieler, genau. An Levis für seine Arbeit. Danke fürs Team, fürs Mitmachen, fürs Helfen. Danke an den Streamer Scarlett, danke an Inkluen. Und ja, ich verabschiede mich erstmal. Und wir sind jetzt erstmal raus. Gucken wir brauchen noch ganz kurz. Okay, kein Problem. Bei wem können wir uns noch bedanken? Also unperfekt Haus, dass wir diese geile Location benutzen dürfen. Auf jeden Fall, die Leute sollen herkommen, wie Strato schon gesagt hat. Richtig. So ein schönes Event. Es ist unglaublich. Allein zu spielen ist geil. So, sind ready. Und damit sind wir jetzt raus. Und wir denken erst ein bisschen, dann möchte ich sagen, das ist gut. Tschüss. Wir raus sind. So. Ich muss ein bisschen zu dir rutschen. Mhm. Geht das Mikro schon? Test. Test. Mikro geht noch nicht, oder? Oh, doch, ja, jetzt geht's. Hallo. Zum Finale. Das anders war, als man es vielleicht erwartet hätte. Ich fange an mit dem Gewinner. Du hast nochmal das gleiche Team gespielt. Ich habe nochmal das gleiche Team. Du bist dir treu geblieben. Ich bin mir treu geblieben. Ich muss aber dazu sagen, Hashtag FreeScampisto, es wäre fast dazu gekommen, dass ich Greninja ausgetauscht hätte. Gegen 1 Campisto. Aber ja. Okay. Ja. Das wäre noch weniger das Finale gewesen, das wir erwartet hätten. Du hast Mancy Rain gebracht. Ja. Auch ein bisschen aus ja. Meme oder? Nee, ja, beides. Ja. Also es hat ein gutes Matchup und aus Meme kind of. Ja. Keine Ahnung, muss ich mir selbst verwerfen, die Niederlage. Habe ich nicht gut gespielt. Okay.
Ich bin auch ein bisschen sprachlos. Denn das war definitiv nicht das, was wir erwartet hätten. Hättest du erwartet, dass das so ausgeht? Was waren deine Gedanken während des Kampfes? Also, was waren deine Gedanken, besonders als das Swampert gestorben ist? Als das was? Das Swampert tot war. Also, es war eine Erleichterung, auf jeden Fall, weil, ich sag mal, Mancy Rain lebt einmal von den Residual Damage durch die Hazards und dann natürlich durch die Sweeper. Ne? Mhm. So, und wenn einer weg ist, obviously, dann ne, fühlt man sich schon mal etwas besser. Ja, was hatten wir alles? Wir hatten Hurricane Confusions, Crits, Knuddler Misses, was noch alles? Ein paar Crits, ja, hast du schon gesagt. Die ganze Palette. Also, also das war so ziemlich das, was Pokémon definiert. Also, vielleicht hätte man auch ein hexfreieres Finale sich gewünscht, aber es war definitiv unterhaltsam. Und das ist effektiv auch das, wofür wir hier sind, größtenteils. Aber ihr habt beide gewonnen. Zumindest den zweiten Platz. Ich bin müde. Wir sind alle Gewinner. Genau, wir sind alle Gewinner. Alle Gewinner. The truth, ja. CPP was the friends we made along the way. Also, ja. Wollen wir die Siegerehrung einfach vorziehen? Ich weiß nicht. Aber darf ich das sagen? Ja, natürlich. Ich möchte sagen, danke an das Publikum. Ihr wart echt insane. Ihr habt echt Lärm gemacht heute. Okay, dann kommen wir einfach direkt zur Siegerehrung. Ich weiß nicht, ob wir eine Kamera dafür haben. Ah, die Bühnenkamera, klar. Ah, die hier, ach so. Okay, ich werde das Mikro... Okay, ja, wir machen das so. Ah, okay. Wir sind alle sehr professionell. Ab wo sieht man uns? Okay, man sieht uns. Okay, super. Zurück? Okay. Nach links? Ja, nimm die beiden mit! Wo? Also, kommt mit her. Okay. Also. Waren wir vorhin nicht im... Okay. Also, ich brauche mal kurz einen von TCL, der vielleicht hier im Raum sitzt, der die Preise mitträgt. Oder das Mikro hält oder so. Oder es gibt keine Leute von TCL mehr. Ja, ich bin inne, ja. Ja. Das, was auf dem Tisch liegt. Also die Bücher plus das Zeug drauf. Ja. Alright, sind wir ready? Ja. Gut, dann fangen wir beim dritten Platz an, nach dem durchaus... Manchmal glaube ich, wir leben in einer alternativen Welt. Das ist... Okay, dritter Platz. Das hier sieht etwas wenig aus. Das hier wäre ein Notizbuch und ein bisschen Merchandise von Nintendo. Und es sieht deswegen wenig aus, weil es nicht alles ist. Dieses Mal hatten wir mit dem CPP hier eine Kooperation mit Nintendo, die uns Preise geben. Das heißt, der dritte Platz darf sich neben dem, was er hier bekommt, auch entweder Sword oder Shield als die neue Edition aussuchen, die von Nintendo gesponsert wird. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Der zweite Platz, jetzt muss ich etwas hier hin, kriegt auch ein Notizbuch und ein bisschen Merchandise und neben der Version von Sword und Shield auch noch eine Pokémon Amiibo, die auch Nintendo zuschickt. Nochmal klatschen oder so. Ihr seid Profis. Ink.
Einmal mit Profis arbeiten. Und natürlich kommen wir dann jetzt zum ersten Platz. Nach ganz viel Dingen im Trick Room, nach ganz viel Aufregung, manchen Hacks, manchen enorm guten Plays, bist du siegreich hervorgegangen, bekommst das hier und von Nintendo sowohl Pokémon Shield als auch Pokémon Sword in dieser Steelbook Edition. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich ist jetzt die Stelle, an der wir uns bei den Leuten bedanken, die erstmal hier waren. Sowohl die Teilnehmer als auch die Leute, die zum Zuschauen hier waren. Ihr wart. Es hat wie immer unfassbar Spaß gemacht. Dann natürlich bei allen Leuten, die geholfen haben, sowohl in TCL selbst, als auch Leute, die tatsächlich nicht bei TCL waren und mitgeholfen haben. Wir waren etwas unterbesetzt heute. An unsere lieben Kommentatoren, die das ganze Event so durchgestanden haben. Und das ist Strato. Und natürlich auch an den Stream, den Michi wieder gut gemacht hat. Das bin ich. Das ist Michi. Ein besonderer Dank geht auch noch an Lina, die die ganzen Artworks, die in der CPP-Promo gemacht wurden, gemacht hat. Und ich glaube, das war alles. Und, oh, Lauris möchte noch was sagen. Ich möchte sagen, dass Levi sich den Arsch hier aufgerissen hat für das ganze Projekt. Er hat so viel gemacht hierfür. Und wirklich, mach nochmal extra Applaus für Levis, bitte. Danke. Also, nochmal ein herzliches Danke, dass ihr alle hier wart. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, dass das mit Sword and Shield so weitergeht und ihr auch da wieder bei TCL, bei den CPPs, die in Zukunft kommen, da seid. Und damit auch an den Stream. Gute Nacht. Was mit? Damn. Natürlich. Wunderbar.